Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren World War II Video. Ich wollte euch mal zeigen, wie man denn auf das Killstreak-Testgelände kommt. Eine sozusagen neue Karte freischaltet. Da hinten seht ihr das. Da, wo man die Punkteserien halt testet. Und ja, dazu muss man erstmal zuerst auf den Turm gehen. Und denkt daran, abonnieren ist kostenlos. Ein Bibi und Tina Zeitschriftenabonnement kostet euch Geld im Monat. Bei mir kostet euch das nichts und ihr habt auf jeden Fall nichts zu verlieren und ich würde mich darüber sehr freuen. Und ja, da lädt der Bums jetzt auch schon. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das eben schon mal aufgenommen und irgendwie ist alles schief gegangen. Also meine Elgato und so. Jetzt die geleckte Aufnahme. Geleckt. Also die Aufnahme hat geleckt. Und ja, mach ich das halt nochmal, ist doch nicht schlimm. Ich mach das ja gern. Und ja, dann sind wir jetzt hier auf dem Turm, das kennt ja eigentlich jeder. Dann kann man da die ganzen Bots abknallen und die Punkteserien testen. Und was ihr auf jeden Fall machen müsst, ist jetzt euer Internet zu kappen. Das heißt, ich bin ja hier bei Xbox on. Abmelden. Und dann wird man gleich sehen, dass man rausgeschmissen wird, was ja auch ziemlich logisch ist. Da, jetzt sind wir rausgeschmissen. Ich heiße übrigens Fabi. Fabian, die wurden abgemeldet. Gut. Dann drücken wir jetzt auf OK, ganz easy. In den Kampf ziehen und wieder bei Xbox Live anmelden oder bei PSN oder wo auch immer ihr spielt. Auf der Wii U, keine Ahnung, da gibt's das Spiel, glaube ich, gar nicht. Und ja, wenn wir das alles erledigt haben, dann drücken wir wieder A und gehen diesmal auf lokales Spiel. Auch wieder ganz einfach. Und naja, wer es noch nicht kennt, also das Video ist sowieso für die Leute gedacht, die es noch nicht kennen. Wenn ihr es schon kennt, dann kennt ihr es halt. Und wenn ihr es halt nicht kennt, könnt ihr es ja mal ausprobieren, bevor es kaputt gepatcht wird. Also heile, also ist ja schon kaputt, aber dann wird es ja heile gepatcht. Mann, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt und dumm. Und dann könnt ihr es ja mal ausprobieren, ist ja ganz witzig. Modus Team Deathmatch, ganz normal. Bots kann man ja auch einstellen. Ich kann ja mal einen Gegner machen, Rekrut, aber darauf kommt es ja nicht an. Und ja, dann müssen wir auch, dann sind wir eigentlich schon fertig mit dem ganzen Kram. Fast, also fast fertig. Spielbeginn. Dann lädt der ganze Kram. Ich lasse das jetzt auch bewusst ungeschnitten, weil so ein Video, da will man ja schon jeden Schritt miterleben und sehen und das ist auch so ein Blöd. Dann kann ich mir ja hier sonst was zurechtschneiden und dann, ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ich versuche mich auch kurz zu halten und zu beeilen. Ja. Jetzt lädt das wieder ewig und drei Tage. Ich weiß auch gar nicht, warum. Bei Black Ops 3 war das ganz schlimm, fand ich das damals, dass es so ewig geladen hat immer. Ich weiß nicht, woran das liegt. Im Vergleich dazu, das lädt er fast so schnell wie, so lange wie Battlefield, ey. Ja, so übertrieben jetzt auch nicht. So, und hier sieht man schon, sind wir auf dem Punkteserien-Testgelände. Hier ist das Hauptquartier von hinten und so. Hier ist eigentlich der Turm, wo man draufsteht. Ziemlich witzig. Und jetzt kommt noch eine kleine Sache dazu, die auch noch ganz wichtig ist, weil man kann hier den Weg nicht lang gehen und dazu muss man sich, eben bei der ersten Aufnahme hat es beim ersten Mal nicht geklappt, selbst töten, warum auch immer, selbst umbringen. Da müsste man, ich hoffe es klappt, da komme ich gerade nicht lang. Warte mal, in der Runde davor hat mich auch ein Bot abgeknallt und dann bin ich ganz woanders gespawnt. Das ist gerade ein bisschen blöd. Ich mache hier, glaube ich, mal doch einen kleinen Schnitt. Wenn ich es rausgefunden habe, sage ich euch Bescheid. So, ich habe mich jetzt mal kurz abknallen lassen von dem Bot erst. Und jetzt bringe ich mich normal um und jetzt müsste es eigentlich gehen. So war es bei der anderen Aufnahme auch. Ja. Oh. Und schon kann man hier langlaufen. Ist das nicht cool? Jo. Man muss sich also erst von dem Bot abknallen lassen und dann selber umbringen. Und dann geht's. Jedenfalls ist es bei mir hier gerade so, habt ihr ja selber gesehen. Hier muss man auch aufpassen, hier kann man nochmal easy durchs Level durchfallen. Aber hier den Weg bis hierhin so geht. Also hier kann man noch langlaufen, ist alles easy. Ja, und hier sind wir dann auch schon im Hauptquartier, im menschenleeren Hauptquartier. Und es ist schon cool, dass die hier steht man ja normalerweise. Und dass man hier hinten, was man gar nicht sieht, hier noch so ins Detail gehen, ist eigentlich ganz nice. Vielleicht ist es ja auch gewollt, was ich hier gerade tue. Hier der Major, wie er heißt, hat keinen Kopf. Warum, weiß ich nicht. Und ja, das kann man sich alles mal hier so angucken. Ist doch mal ganz witzig zu sehen und zu wissen. Also für die, die es nicht wissen, ich sag's lieber nochmal.
Und das ist auch ganz cool hier, der Schießstand ist völlig unbrauchbar. Den kann man sich jetzt auch komplett angucken. Hier kann man nichts mehr abschießen. Und hier kommen immer die Wassermelonen runter. Und da ist eine kleine Ecke. Und da könnte man bestimmt auch easy runterfallen. Und ja, das war es jetzt eigentlich schon von dem Ganzen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt es, wie gesagt, selber ausprobieren. Abonnieren habe ich auch nichts dagegen. Würde ich voll lieb finden. Und ja, das war's dann auch schon. Und dann würde ich sagen, lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Tschüss. Da ist der Rotz auch schon vorbei. Wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, dann lasst mir doch gerne eine positive Bewertung da. Ein Abo wäre auch ganz nett. Auch kleine YouTuber kann man unterstützen. Auf jeden Fall, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns in den nächsten Videos. Tschüss.